Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserer Panel-Diskussion zum Aufbruch in eine neue Publishing-Welt. Das klingt jetzt ein bisschen staatstragend. Wir versuchen es aber, glaube ich, so runterzubrechen später in unserer Diskussion, wie wir es tatsächlich schaffen können, die Marken, die wir heute aus dem Printmarkt kennen, sauber zu transferieren ins Digitale. Wie lange geht dieser Übergang? Wie werden Printmarken in 10 Jahren aussehen? Was müssen sie können? Wie müssen sie sich positionieren? Werden sie auf Papier erscheinen? Werden sie digital erscheinen? Ist das auch total egal, ob sie auf Papier oder digital erscheinen? All diese Fragen wollen wir heute diskutieren mit einem sehr spannend besetzten Podium, das ich Ihnen aber gleich erst vorstellen werde, weil Sie bis dahin einen sehr spannenden Vortrag hören von Herrn Dennis Teichmann. Er ist aus dem Team von Roland Berger, beschäftigt sich dort mit der Transformation von Medienhäusern, und quasi als Intro zu unserer Diskussion wird Herr Teichmann uns erklären, wie denn die digitale Transformation aussehen könnte, wie die digitale Renaissance des Verlagswesens auch aussehen könnte. Und Matthias Döpfner hat, glaube ich, dieser Tage gesagt, die goldenen Zeiten des Printwesens sind vorbei, aber die silbernen können auch ganz schön sein. Und ich glaube, wie schön die silbernen sein können, darüber wollen wir heute sprechen. Und Herr Teichmann, ich darf Sie bitten. Herzlichen Dank. Guten Tag auch von meiner Seite. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserem Vortrag. Titel ist Aufbruch in eine neue Publishing-Welt. Wie die digitale Renaissance des Verlagswesens aussehen kann. Was verbirgt sich jetzt genau hinter dem Titel Digitale Renaissance des Verlagswesens? Was wir heute aufzeigen wollen, sind im Wesentlichen 3 Themen. Das eine ist, wir wollen als kurze Einführung einen Überblick geben über die aktuelle Situation für Zeitungs- und Zeitschriftenverlage und den Ausblick für den Markt. Wir wollen als zweites zeigen, wie kann ein Zeitungs- und Zeitschriftenverlag sich in der Zukunft positionieren? Was ist das Geschäftsmodell der Zukunft? Und als drittes wollen wir Ihnen zeigen, wie ist der Weg dahin? Wie kann die Veränderung, die Verwandlung, die Transformation für die Medienhäuser aussehen? Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Neugier auf das Thema mitgebracht, und ich starte als allererstes auch mit einem Blick in die aktuelle Situation. Wenn wir uns die aktuelle Situation anschauen und die letzten 10 bis 15 Jahre im Verlagswesen Revue passieren lassen, sehen wir, dass es eigentlich im Wesentlichen 2 Treiber sind, die den Markt geprägt haben. Zum einen die Soziodemografie. Junge Menschen lesen kein Print. Das ist jetzt für viele nichts Neues, und das wird seit 10 Jahren auch bei den Medientagen immer wieder diskutiert. Aber der zweite Teil des Satzes, sie fangen es auch im Alter nicht an, ist eine Erkenntnis der jüngeren Jahre und zeigt auf, dass nicht das alleinige Warten auf das Älterwerden der Generationen ein Allheilmittel für die Verlage ist und dass die Leser nicht nachwachsen über einfach das Älterwerden der Generationen. Das Ganze wird begleitet von einem technologischen Wandel. Was heißt das genau? Im digitalen Spielfeld ist nicht mehr das Medienhaus, ist nicht das Verlagshaus der Kunde des Zeitungslesers, des Mediennutzers, sondern tatsächlich eher der iTunes oder der Android Store. Und Sie haben als Medienhaus, als Verlagshaus keine direkte Kundenbindung mehr zu dem tatsächlichen Konsumenten. Und ob die Unternehmen wie Apple und Google tatsächlich in ihrem Interesse handeln, mag sicherlich zu bezweifeln sein. Und genau das sehen wir auch an den Zahlen. Wenn wir in die Auflage der Zeitungen gucken, sehen wir, dass die Zeitungsauflage sich seit 20 Jahren in etwa halbiert hat, wo in absoluten Zahlen um 8 Millionen Stück zurückgegangen ist. Gerade eben ging noch die Pressemeldung durch, dass die Zeitungsauflage unter die historische Schwelle von 20 Millionen gefallen ist. Für die Werbeumsätze gilt die gleiche Situation. Die Werbeumsätze für die Zeitungen haben sich reduziert um fast 50%, und auch für die Magazine sieht das Bild nicht wirklich besser aus. Rückgang um über ein Drittel oder in absoluten Zahlen 700 Millionen Euro. All das führt uns zur Frage, wie kann die Zukunft eines Verlags dabei aussehen? Zuvor würde ich aber gerne noch einmal darauf eingehen, Soziodemografie, was heißt das konkret in Zahlen gesprochen? Die Aussage, junge Menschen lesen kein Print, können wir untermauern mit Zahlen. Wir sehen recht deutlich, dass die Zeitungsreichweite bei jungen Lesern alle 10 Jahre um etwa 10% zurückgeht. Alle 10 Jahre ein Rückgang um 10%. Und zusätzlich, je älter diese jüngeren Leser werden mit der Zeit, desto stärker ist auch der Rückgang in den nachfolgenden Jahren. Das heißt konkret, wir werden in den nächsten Jahren durchaus in einzelnen Altersgruppen bereits Zeitungsreichweiten von unter 30% sehen, also deutlich geringer als heute. Und das hier gezeigte Bild ist nicht nur ein Bild, was für Zeitungen gilt, das gilt auch für Zeitschriften. Der Zeitschriftenkonsum hat sich in Deutschland in den letzten 7 Jahren von 10 Minuten durchschnittlich auf etwa 5 Minuten halbiert. Auch dort ein massiver Einbruch einfach der Konsumierung von Zeitschriften.
Wenn wir dazu den Blick in einen weiterentwickelten Markt wie die USA wagen, sehen wir, dass da noch der schwerere Teil der Wegstrecke eigentlich vor uns liegt. Dort sind in den letzten 15 Jahren die Werbeumsätze von 60 Milliarden Dollar auf 10 Milliarden eingebrochen. Das ist eine Reduzierung um über 80%. Und diese Reduzierung, dieser neue Wert von 10 Milliarden, zeigt, dass der Markt dort auf dem Niveau der 50er Jahre angekommen ist. Und das, obwohl Online-Umsätze mit inkludiert sind. Und dass auch online in Deutschland nicht die alleinige Lösung sein wird, ist, denke ich, auch klar. Wir haben zwar in Deutschland hochwertige oder zumindest nachgefragte Inhalte. Wir sehen hier, dass 8 der 25 meistbesuchten Websites sind Verlagsangebote mit signifikanten Nutzerzahlen. Nur Geld verdient wird damit nicht. Ein Online-Nutzer bringt etwa 90% weniger Umsatz in die Kasse als ein tatsächlicher Zeitungsleser. Warum ist das so? Zum Teil ist es, weil ich gegen andere Spieler spiele, wie gegen die Googles dieser Welt. Auf der anderen Seite liegt es auch an internen Schwierigkeiten und hausgemachten Problemen, wie zum Beispiel die Trennung zwischen Print- und Online-Angeboten, die zunächst späte und bis jetzt nicht erfolgreich durchgesetzte Einführung von Bezahlangeboten und die geringe oder bis jetzt auch keine Berücksichtigung von tatsächlich neuartigen Bezahlmodellen, wie zum Beispiel Apps. Nachdem wir jetzt über die aktuelle Lage ein bisschen gesprochen haben und die Herausforderungen herausgearbeitet haben, würde ich gerne darauf eingehen, wie kann denn tatsächlich die Veränderung im Geschäftsmodell aussehen. Wir sind überzeugt, dass das Stichwort Kundenbindung heißt und die Neuerfindung der Kundenbindung die Kernherausforderung für die Verlagshäuser ist. Heute ist die Kundenbindung häufig gegeben zwischen einem Zeitungsleser und einer Zeitung über die Bindung über ein Abonnement. Das ist eine starre, vertragliche Beziehung zwischen zwei Teilnehmern, die wenig Flexibilität zulässt. Diese Bindung ist auch geprägt von einem monologischen Kommunizieren von der Zeitung zum Zeitungsleser, sodass es keinerlei Feedback oder Rücklauf oder Rückmeldekanal vom Zeitungsleser gibt. Und wir haben eben gesehen, dass genau dieses Abonnementmodell, dieses klassische Modell, sowohl digital angegriffen wird, als auch im Print stark rückläufig ist. Wie sieht unser Modell der Zukunft aus? Wir sagen, Kernherausforderung ist, eine Bindung über Emotionen zu erreichen. Das klingt jetzt im ersten Moment deutlich weicher als über ein Abonnement oder einen Vertrag. Aber im Endeffekt kann die Bindung über Emotionen von außen viel schwerer angegriffen werden und ist damit viel nachhaltiger und viel stärker als eine vertragliche Bindung. Kernunterschiede in dem Modell sind zweierlei. Wir reden nicht mehr von dem Zeitungsleser, sondern wir reden von einem Medienkonsumenten, weil der Konsument interessiert ist an Inhalten, an Themen, an Angeboten und nicht nur an einzelnen Kanal, an einzelnes Produkt konsumieren möchte. Und der wesentliche Unterschied passiert auf der Verlagshausseite. Wir reden nicht mehr von einer Zeitung, wir reden von einer Medienmarke. Weil nur eine Medienmarke ist in der Lage, Multikanal über mehrere Medienformate tatsächlich Inhalte und Angebote anzubieten. Und genau diese Marke stellen wir in den Mittelpunkt einer neuen Medienerlebniswelt. Wir sehen die Marke als tatsächlichen Wiedererkennungswert, als Anker für den Medienkonsumenten, als Wiedererkennungswert. Damit die Marke wiedererkennbar ist, muss sie sich klar abgrenzen vom Wettbewerb, sie muss stark sein und sie muss sehr klar bezogen sein auf eine Zielgruppe, damit der Kunde sich dort auch wiederfindet. Und um diese Marke herum gliedern sich die entsprechenden Angebote in der Erlebniswelt. Da haben wir zunächst, wie auch heute, starke und hochwertige Inhalte, die jedoch, und das ist neu, über Inhalte, die vom Kunden erstellt wurden, sogenannten User-Generated Content, und auch multimedial angeboten werden. Also eine deutliche Weiterentwicklung gegenüber heute. Und wenn wir von multimedial sprechen, heißt es, nicht einfach die Inhalte von Print nehmen und in Online stellen, sondern tatsächlich für jeden einzelnen Kanal individuelle Erlebniswelten zu schaffen. Und dabei gilt es, natürlich die technischen Möglichkeiten auszuschöpfen, aber auch den Kunden mitzunehmen. Was erwartet der Kunde, wenn er eine Tablet-Version öffnet? Was erwartet der Kunde, wenn er eine Online-Version öffnet? Diese müssen sich deutlich von der Print-Version unterscheiden. Die dritte Säule in dieser Markenerlebniswelt ist die Gemeinschaft, ist die Community. Es geht darum, den Leser stärker an die Marke zu binden,
ihn einzubinden über Social-Media-Elemente und Ähnliches, ihn vertraut zu machen und auch in den Dialog mit dem Leser zu treten, damit einfach eine stärkere, nachhaltige Bindung zwischen beiden Parteien auftritt. Und die letzte Säule ist ein abgerundetes Angebot, nicht nur über Inhalte zu kommen, sondern auch zusätzliche Angebote zu integrieren. Da reden wir über Beispiele wie Events, wir reden über Kongresse, wir reden über E-Commerce und ähnliche Themen, die basierend auf der Philosophie der Marke mit integriert werden in das Konzept der Erlebniswelt. Wie sieht jetzt die operative Philosophie hinter diesem Konzept aus? Ganz oben sehen wir eine Marke. Die Marke ist, wie beschrieben, der zentrale Kontaktpunkt für den Kunden. Damit findet er sich wieder, damit differenziert sich die Marke vom Rest vom Markt. Darunter liegend haben wir das Ökosystem, welches basierend auf den Werten der Marke alle Angebote und alle Kanäle und Medienformate abdeckt und damit eine ganzheitliche Erlebniswelt für den Endkonsumenten schafft. Und Kernherausforderung für das ganze Konzept ist das Inhaltemanagement als Basis der gezeigten Pyramide. Erforderlich ist, dass man in dem gezeigten Konzept Inhalte zentral entwickelt, zentral verwertet, zentral steuert, weil man damit die Möglichkeit hat, thematisch sich zu spezialisieren und tatsächlich auch in alle Medienformate zu integrieren. Und zusammenfassend lässt sich die Philosophie als nach außen hin fokussiert auf den Kunden, nach innen fokussiert auf die Inhalte. Wie kommen wir jetzt zu einer solchen Philosophie? Wir sehen im Wesentlichen zwei Phasen. Die erste Phase bezeichnen wir mit Schaffung flexibler Strukturen. Hier geht es darum zu sagen, die Strukturen und die Organisationsabläufe müssen so effizient wie möglich sein, dabei aber gleichzeitig so flexibel wie notwendig sein. Es geht darum, das Organisationsmodell so zu verändern, dass es reagieren kann auf Veränderungen im technologischen und im Konsumverhalten. Darauf anschließend ist die zweite Phase die Frage, in welchen Spielfeldern, in welchen Märkten möchte ich tatsächlich aktiv sein? Was sind attraktive Märkte? Was sind nachhaltige Märkte? Wo habe ich auch eine Positionierung mit der beschriebenen Marke? Wo kann ich aktiv sein? Wenn ich auf die erste Phase noch mal kurz eingehen darf mit den flexiblen Strukturen. Die typische heutige Verlagsstruktur ist Verlag, Kanal, Redaktion. Eine Dreigliedrigkeit, die sehr stark voneinander getrennt ist bei den meisten Medien- und Verlagshäusern. Nachteil dieser Struktur ist, dass ich mit getrennten Kanälen nicht eindeutig und mit einer Stimme zum Kunden sprechen kann. Ich spreche im Extremfall, wie hier im gezeigten Bild, mit drei oder sogar mehr Stimmen zu dem Kunden und kann gar nicht sicherstellen, dass ich eine Marke tatsächlich repräsentiere. Parallel ist es in dem Modell nicht möglich, Synergien zwischen den Redaktionen, zwischen den Marken, zwischen den Kanälen zu realisieren, weil diese nebeneinander stehen und selten wirklich verzahnt sind. Wenn wir zu dem Zielbild eines kundenzentrischen markenorientierten Verlagshaus kommen wollen, muss die Veränderung sein, dass zunächst die Marke geführt wird über alle Kanäle, über alle Angebote hinweg. Das sehen wir als obere Ebene, das ist genau gleichbedeutend wieder mit der Spitze der gezeigten Pyramide. Und parallel dazu gibt es themenbezogene, thematische Redaktionsteams und Pools, die für alle Kanäle, für alle Medienformate und für alle Angebote arbeiten. Damit ist sichergestellt, dass man effizient arbeitet, aber gleichzeitig auch die notwendige Flexibilität hat. Und Flexibilität heißt genau in dem Modell, wir können einfach einen neuen Vertriebskanal integrieren, wie es zum Beispiel Mobile in den letzten Jahren waren. Wir können einfach eine neue Marke lancieren, ohne gleich vollständige Redaktionsstrukturen aufbauen zu müssen. Wenn erreicht wurde, dass flexible Strukturen geschaffen wurden, ist die zweite und folgende Phase dann die Frage, in welchem Medienfeld möchte ich mich tatsächlich bewegen? Und wenn wir ausgehen von der These eines Verlags, das typischerweise positioniert ist mit Fokus auf Print und eine breite Leserschaft, sehen wir drei wesentliche Stoßrichtungen. Die eine nennen wir Hybrid Publishing. Die Herausforderung ist hier, dass die bestehenden Inhalte in eine Multimedia-Welt zu überführen, in die beschriebene Erlebniswelt. Hauptziel ist hier, tatsächlich die bestehenden Leser zu sichern und die Leserbasis von dahergehend auszubauen und sein Kerngeschäft erstmal zu stabilisieren. Das sehen wir als eine Muss-Strategie für alle Verlagshäuser. Die zweite Strategie nennen wir Leuchtturm. Leuchtturm heißt hier,
die Bezeichnung einer Nische, die Besetzung einer Nische, das kann eine regionale oder eine lokale Nische sein, das kann aber genauso eine thematische Nische sein. Hier ist das Ziel, das Kernmedium einer definierten Zielgruppe zu werden und das über alle Kanäle und alle Formate hinweg. Und diese Strategie ist typischerweise eine Strategie, die sich besonders für Regionalverlage und auch Special Interest Titel eignet, die bereits eine klare Zielgruppe haben. Und die dritte Strategie nennen wir Wegweiser. Wegweiser ist die Geleitung des Lesers durch den zunehmenden Informationsdschungel. Der Aggregator, so wie es ein Google News ist, nur mit einem Qualitätsmedium zu verbinden. Und die Idee ist hierbei nicht die pure Berichterstattung, sondern mehr die Hinterfragung, die Kommentierung und die Ergänzung von Inhalten als ein Leitfaden durch ein gewisses Thema. Und wir sehen diese Strategie vornehmlich für nationale große Marken im Zeitungs- sowie im Zeitschriftenbereich. Und die vierte Strategie ist hier nicht abgetragen, weil das ist die Welt der Medienwelt, die Medienlandschaft. Darüber hinaus gibt es natürlich Möglichkeiten der Diversifikation in E-Commerce, in Social-Media-Aktivitäten, durch Investitionen in wachsende Unternehmen oder Startups, die wir hier nicht abgetragen haben. Wenn wir das in Summe zusammenfassen, kann man sagen, ist klar, dass die Handlungsnotwendigkeit auch in den letzten Jahren weiter zugenommen hat für Zeitungs- und Zeitschriftenverlage. Auch wenn es keine Blaupause gibt, wie man jetzt genau handeln muss, ist, denke ich, klar, dass es gewisse Leitfragen gibt, an denen man sich orientieren muss, die man für sich als Verlag, als Medienhaus beantworten muss. Und die Leitfragen sind: Wie schnell ist der Wandel in meinem Zielgruppensegment? Wie muss ich genau mein eigenes Geschäftsmodell ausgestalten? Wie muss ich es anpassen auf meine Marken? Welche Kontrollpunkte gilt es als Medienhaus zu kontrollieren? Wie kann ich online tatsächlich integrieren? Und schließlich und endlich, wo will ich da aktiv sein? Was ist mein tatsächliches Medienangebot? Und mit diesen Fragen würde ich gern an Holger Schmidt und das Panel zurückgeben und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, Herr Teichmann. Bei den flexiblen Strukturen in Redaktionen wird mir immer so ein bisschen schummerig vor den Augen, muss ich sagen. Die in der Redaktion schon mal gearbeitet haben, da immer so ein bisschen skeptisch sind, aber nichtsdestotrotz sehr spannende Zukunftsvision, die Sie da aufzeichnen. Und die wollen wir jetzt diskutieren mit einem Panel, das international besetzt ist. Wir bleiben zwar im deutschen Sprachraum, aber umfassen die Schweiz und Österreich mit dazu. Ich gehe mal sozusagen in meine Richtung von mir aus rechts rangehend. Thomas Koppel ist Geschäftsführer und Leiter Unternehmensentwicklung, Strategie und Diversifikation bei Gruner und Jahr in Hamburg. Vielen Dank, dass Sie da sind. Alexander Mock, Partner von Roland Berger Strategy Consultants in München. Dann Alexander Koppel. Er ist der Mann, der Herrn Baumgartner aus 39.000 Metern hat springen lassen. Nein? Okay, er ist Chief Commercial Officer, heißt das, bei Red Bull Media House in Wien. Dann haben wir rechts von ihm Marcel Kohler, Leiter Unternehmensbereich 20 Minuten Tamedia in Zürich, also zuständig auch für eine Pendlerzeitung, die natürlich im digitalen Zeitalter auch sehr spannend zu führen ist. Dann rechts von ihm Dr. Detlef Haax, Geschäftsführer Süddeutscher Verlag hier in München. Und ganz rechts außen von mir betrachtet Burkhard Grassmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Boda News Group in München. So, und die erste Frage, die ich stellen möchte, ist, wir diskutieren eigentlich seit gefühlten mindestens 10 Jahren darüber, wie dieser digitale Wandel denn die Printhäuser beeinflussen wird, wie schnell sie sich wandeln müssen. Oft wird vom Untergang geredet, der schon so oft herbeigeredet wurde und immer noch nicht da ist. Und immer noch sind die Printmedien da und sie sind immer noch sehr stark, wenn man sich anschaut, dass eigentlich zumindest gestern bei den Zeitschriften 3/4 des Geldes immer noch mit Print verdient wird, 10% mit Online und, glaube ich, 13% mit anderen Geschäftsfeldern. Das heißt, das Gros ihres Geldes verdienen die Verlage weiterhin mit Printmedien. Und meine Frage ist, jetzt sozusagen nach 10 Jahren der Beschäftigung mit dem Thema und dem Treiber Mobile, den wir alle beobachten, der nun explosionsartig kommt mit mindestens 15 Millionen verkauften Smartphones,
in diesem Jahr mit mindestens 3 bis 4 Millionen verkauften Tablets in diesem Jahr. Also wir haben nochmal, glaube ich, seit 2 Jahren eine rasante Beschleunigung dieses digitalen Wandels. Wie groß ist der Handlungsdruck in ihren Häusern? Also die Frage an die Verlagsvertreter, wie sehr merken Sie, dass der Druck, der eigentlich schon 10 Jahre da ist, sich gerade jetzt nochmal erheblich steigert? Wie fangen wir an, Herr Hax? Gerne. Sind die Mikros eingeschaltet? Ja. Ja, 10 Jahre, ein Wandel, den wir seit 10 Jahren beobachten, genau genommen ja schon etwas länger, aber seit 10 Jahren mit wirtschaftlichen Auswirkungen, die wirklich spürbar sind. Und genau genommen haben wir ja in den letzten 2, 3 Jahren etwas gesehen, was als zunehmende Dynamik bezeichnet werden kann. In den letzten 10 Jahren haben wir aber in den Tageszeitungen schon relativ stark gelitten. Das mag in den Zeitschriften was anders gewesen sein. Wir haben weite Bestandteile unseres Rubrikenmarktes verloren, der Rubrikenmärkte, also Immobilien, Stellen, Kfz, etc. Wir haben uns darauf angepasst, also die gesamte Verlagslandschaft im deutschsprachigen Raum hat sich darauf eingestellt, kommt mit weniger Erlösen zurecht. Das heißt, wir haben uns sehr viel effizienter aufgestellt, haben viele Dinge anders gemacht, haben auch Erlösquellen im digitalen Geschäftsfeldern erschlossen. Soweit so gut, aber diese Dynamik, die wir jetzt sehen durch die mobilen Endgeräte, stellt eine neue Herausforderung im Strukturwandel der Printmedien dar. Ich glaube, das ist ganz logisch. Es liegt auch daran, dass der PC als Endgerät einfach nicht geeignet war, um Medien vernünftig zu konsumieren. Sicherlich am Arbeitsplatz mal schnell gucken, was in der Welt draußen so los ist, aber abends so ins Arbeitszimmer gehen, den PC hochfahren und mal gucken, was in der Zeitung steht oder in der Zeitschrift zu lesen ist, das hat halt keiner gemacht. Das sieht heute mit den mobilen Endgeräten anders aus. Da sehe ich zuerst die Smartphones, die ja heute eigentlich jeder in der Jacken- oder Hosentasche hat, auch auf dem Schulhof. Die Tablets sind mittlerweile etabliert, aber am Anfang ihrer Entwicklung, gerade jetzt, werden wir die nächste Phase ja sehen, wo neue Player in den Markt kommen. Und auch diese Reichweite, diese technische Reichweite der Tablets wird weiter zunehmen. Und da stellen sich die Medienhäuser darauf ein. Die digitale Distribution wird wichtiger werden, als sie vorher schon war. Wir haben eben etwas gehört über Leuchttürme, über Marken. Natürlich wird es das Bestreben sein und so auch unseres Hauses, die Marke Süddeutsche Zeitung in allen nennenswerten Distributionskanälen voranzutreiben und zu nutzen und darauf aufbauend Produktangebote zu formen, mit denen wir langfristig auch reüssieren können. Sicherlich, wir werden da noch zu kommen, der Weg wird schwierig sein, diesen Transformationsprozess zu gestalten. Er wird über viele Jahre noch gehen, aber wenn am Ende digitale publizistische Produkte stehen, die man auch hochpreisig im Markt etablieren kann, dann haben wir auch eine gute Zukunft vor uns. Wie hoch ist denn der Online-Anteil? Entschuldigung, meine Stimme ist etwas schlecht. Ich hoffe, ich halte durch und verstehe mich. Wie hoch ist denn der Online-Anteil an Ihrem Gesamtumsatz heute? Die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Er ist leicht über 10%. Das ist also relativ wenig im Vergleich zu anderen Teilnehmern. Ist aber ausschließlich aus dem medienaffinen Umfeld generiert. Ich glaube, das muss man immer separieren. Wenn ein Haus 40% oder 50% digitale Umsatzerlöse hat, ist eine Frage, ob das mit einer Beteiligung an einem Handelsunternehmen passiert oder mit Beteiligung an Unternehmen, die mit der Medienbranche eigentlich wenig zu tun haben. Wie gesagt, bei uns in der Größenordnung 10% und damit durchaus ausbaufähig. Also Sie haben 10 Jahre gebraucht für 10%. Wo stehen Sie in 5 Jahren? Ja. Wenn ich auf die 10 Jahre nochmal zurückkommen darf, wir haben genau genommen, müssen Sie 2 Phasen betrachten. Die letzten 1, 2 Jahre, nämlich die zunehmende Mediennutzung im digitalen Bereich, also Smartphones, Tablets und die quasi 10 Jahre davor. Die 10 Jahre davor waren für die Zeitungen insbesondere geprägt durch den Verlust der Rubrikenmärkte. Und das kennen Sie aus dem Internet, the winner takes it all. Das heißt, alle haben ja versucht, im Bereich der Rubrikenmärkte aktiv und erfolgreich zu sein, aber nur einige wenige konnten sich durchsetzen. Man kann den Verlagen vorwerfen, den deutschen Verlagen zumindest, dass sie dort keine richtigen Modelle gefunden haben oder keine Allianzen haben schmieden können. Das ist sicherlich richtig. Aber der Teil ist abgehakt. Darüber haben wir letztendlich Erlöse generieren können, die sind vernachlässigbar gegenüber dem, was wir in den Rubrikenmärkten verloren haben. Und wir haben jetzt eine Zeit vor uns, wo wir ein Shift haben zu der digitalen,
zum digitalen Publizieren. Und wir haben, also der Süddeutsche Verlag, in diesem Jahr schon knapp 10.000 digitale Abos gewonnen und sind sehr zuversichtlich, dass diese Entwicklung weitergeht und noch an Dynamik gewinnen wird. Wollen Sie sich auf eine Zahl festlegen, wo Sie in 3, 4, 5 Jahren stehen? Das kann man schwer sagen, aber ich gehe davon aus, dass das eher bei 20-30% liegen wird. Ja. Jedenfalls nicht bei 50. Ja. 20-30, okay. Herr Grassmann, wie ist der Druck bei der Burda News Group? Der Fokus hat ja erst vor relativ kurzer Zeit Apps in den Markt gebracht. Wie laufen die? Wie sind Sie zufrieden bisher damit und wo wollen Sie dahin? Na, wir sind damit sehr zufrieden, weil wir, glaube ich, wir haben uns zwar etwas länger Zeit genommen, eine richtig gute Fokus-App auf den Markt zu bringen. Vorher hatten wir ja nur eine PDF-Version. Die Zahlen sind vielversprechend. Und was mich immer wieder überrascht ist, wir hatten lange diskutiert, als wir die PDF-Version noch hatten beim Fokus, ob wir auch den Kindle beliefern sollen als Distributionskanal. Und jeder, der den Kindle kennt, weiß, dass er wunderbar schwarz-weiß funktioniert, aber keine Bilder enthält. Und wir haben eigentlich gedacht, als Fokus, der ja nun auch illustriert ist, würde das überhaupt nicht funktionieren. Und irgendein Volontär hat dann bei uns gesagt, er probiert das mal aus und hat dann tatsächlich jeden Monat beziehungsweise jede Woche 4- bis 5-stellige Absatzzahlen generiert. Das heißt also, das Produkt Fokus, egal ob es nun bebildert ist oder nicht, findet seinen Distributionskanal. Also insofern hat uns das Mut gemacht, auch dort weitere Schritte zu gehen. Aber Sie stellen die Frage nach Druck. Ich glaube, den Druck müssen wir uns selber machen. Ein Publishing-Modell, und so heißt ja hier auch das Panel, der Zukunft zu finden. Und sollten da aber nicht verharren auf dem Punkt einerseits analog Print und zweitens gibt es dann noch digital, heißt also online und mobil. Sondern es gibt natürlich auch darüber hinaus weitergehende Geschäftsmodelle, das gute alte Buch, das Thema Merchandising, das Thema sonstige Erlöse wie zum Beispiel Lizenzen oder aber auch, was wir relativ erfolgreich betreiben, der Siegelerlöse. Das heißt also, es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten, die sehr mediennah um den Content-Kern herum entwickelt werden können. Und das ist eher der Druck, den wir uns machen müssen, da den richtigen Weg für unsere Marken zu finden. Herr Kohler, eine Pendlerzeitung, die wir, also kostenlose Pendlerzeitung, die wir in Deutschland nicht kennen in dem Maße, mit 20 Minuten heißt das Produkt, vertreiben Sie in der Schweiz. Man könnte sich auf den ersten Blick vorstellen, wenn man guckt, wie viele Leute morgens ihr Smartphone oder ihr Tablet in der S-Bahn dabei haben, das ist doch Print am schnellsten tot, oder? Könnte man meinen. Könnte man meinen, ja. Herzlichen Dank, dass ich hier auf diesem Podium mit dabei sein kann. Ich bin Vertreter der Tamedia und all die Probleme, die Herr Teichmann am Anfang formuliert hat, die treffen auch bei Tamedia zu. Ich möchte das hier nicht wegdiskutieren. Innerhalb von Tamedia vertrete ich den Unternehmensbereich 20 Minuten, Pendlerzeitung, die Sie hier in Deutschland nicht haben. Und da bin ich in der glücklichen Situation, etwas optimistischer in die Zukunft schauen zu können. Und ganz wichtigen Punkt, den Sie ansprechen, diese mobilen Geräte, die inflationär zunehmen. Was heißt das für die Zeitung? Ich kann Ihnen ein aktuelles Beispiel geben. Wir sind exakt vor einem Jahr, 14. September 2011, sind wir im Tessin, italienischer Teil der Schweiz, gestartet. Tessin hat eine knappe 500.000 Menschen, die dort leben, 350.000 über 14 Jahre. Und es ist Venti Minuti, so heißt die Zeitung dort, innerhalb von 7 Monaten gelungen, 40% Reichweite bei den jungen Lesern von 14 bis 29 Jahren zu erreichen. Also es ist nicht so, und da möchte ich allen Printleuten hier im Raum und auf der ganzen Welt Mut machen, dass wenn man ein Handy hat oder ein iPad, dass das automatisch heißt, man liest keine Zeitung mehr. Also 40% Reichweite in Print. 40% Reichweite bei den Jungen im Print von 14 bis 29, innerhalb von 7 Monaten. Ja. Und wie sieht da das Verhältnis zwischen, also Sie sagen 40% Reichweite Print, aber wie viel Prozent nutzen denn die 20 Minuten auf elektronischen Wege und wie viel Prozent lesen noch das Papier? Also da habe ich erst Vergleichszahlen in der Deutschen und in der Westschweiz
Es ist Print wächst übrigens auch in der Deutschschweiz und in der Westschweiz. Es wächst weniger schnell als online, aber in absoluten Zahlen haben wir rund einen Drittel täglicher User im Internet gegenüber den Printnutzern. Also 2 Millionen Printleser versus 700.000 nicht Clients, sondern User. Herr Henkel, Ihr Shareholder aus Gütersloh hat ja nun ziemlich klar, glaube ich, deutlich gemacht, dass er eine Digitalstrategie bei den, zumindest bei den Wirtschaftstiteln oder bei allen Titeln von Gruner und Jahr, ein bisschen gerne schneller hätte, als sie bis dato gelaufen ist. Zumindest waren das die Diskussionen, die man so aus der Entfernung verfolgen konnte. Wie sieht es aus? Wie schnell sozusagen ist das Thema Digitalisierung bei Ihnen jetzt auf die Agenda gekommen, und zwar schneller zu kommen, als man das bisher gesehen hat, sagen wir mal so. Ich würde nicht sagen, dass der Shareholder da so eine große Rolle gespielt hat. Ich bin da bei Herrn Grassmann. Ich glaube, den Druck müssen wir uns selber machen, den haben wir uns auch schon selber gemacht in den letzten Jahren. Und wir haben auch vieles gemacht, was jetzt vielleicht weniger öffentlich stark diskutiert wurde, wie Gesellschaftsauseinandersetzung oder so. Und das sind wir, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ich auch, was hier schon gesagt worden ist, auch in dem Vortrag vorher, ist, glaube ich, sehr entscheidend. Am Ende geht es ja nicht um, kann der eine oder andere Digitalkanal das eine oder andere Printprodukt oder die eine Marke ersetzen oder kompensieren, sondern wir leben in einer komplett anderen soziodemografischen Struktur mit anderen Nutzungsgewohnheiten. Und es geht darum, Zielgruppen zu beliefern mit dem bestmöglichen Angebot dessen, was sie benötigen unter bestimmten Themen und Lebensgesichtspunkten. Und das machen wir im Licensing, Merchandising, das machen wir mit Below-the-Line und Above-the-Line-Marketing-Maßnahmen. Das ist alles noch nicht ausgereizt für die Marken. Das machen wir aber natürlich genauso mit mobilen Inhalteangeboten und auch weiterhin mit Printangeboten. Und in jedem dieser Bereiche, also kann ich für unser Haus sprechen, aber sicherlich auch für den einen oder anderen Kollegen, sind die Möglichkeiten und die Potenziale der Verlage noch lange nicht ausgereizt. Es gibt auch ganz viele Hausaufgaben, die Verlage, muss man auch zugeben, in den letzten Jahrzehnten aufgrund sehr prosperierender Entwicklungen einfach verschlafen oder nicht gemacht haben. Ich glaube, das Kundenverständnis ist nicht sehr stark ausgeprägt. Ich kann es aus dem eigenen Haus sagen, da wo wir mal angefangen haben, den Leser wirklich gut zu verstehen und systematisch für uns zu erschließen, haben wir ganz plötzlich auch wieder sehr viel höhere Verkaufszahlen, auch im Print, die sogar zum Wachstum einer Marke insgesamt tatsächlich wieder führen können. Das gilt natürlich nicht für alles, gilt bei Special Interest ein bisschen besser als beim Stern oder so. Aber da gibt es eine Reihe von Hebeln und Potenzialen, die man nutzen kann. Wird es dazu führen, dass der Druck abnimmt, oder löst es irgendwann mal ein Problem, oder wird die Branche da strukturell irgendwann mal nicht mehr schrumpfen? Nein. Also ich glaube nicht, dass es da eine einfache Lösung gibt. Es sind ganz viele Schrauben, an denen wir gleichzeitig drehen müssen. Und die gibt es und es passiert und der Druck ist da gleichbleibend hoch, unabhängig davon, was der eine oder andere Gesellschaft sagt. Das klingt jetzt so, als hätte durch den Führungswechsel ja gar nichts passiert bei Ihnen. Es ging alles genauso weiter wie vorher. Inwiefern jetzt so? Also ich meine, es sind andere handelnde Personen an der einen oder anderen Stelle. Naja, die machen ja was anderes als ihr Vorgänger, sonst wären sie nicht an der Position. Also die Herausforderungen für uns als Unternehmen und für die Marken haben sich in keinster Weise geändert. Und, aber Ihre Antworten darauf? Nee, das würde ich auch nicht sagen. Auch nicht die Antworten. Auch die Antworten darauf haben sich nicht geändert. Wir müssen uns stärker digital transformieren. Das machen wir mit Hochdruck. Das haben wir vor und nach den Auseinandersetzungen mit Hochdruck getan. Und da machen wir uns tatsächlich, also das mag man glauben oder nicht, aber da machen wir uns tatsächlich den Druck selber. Da gehen wir auch gut voran. Aber ich möchte mal einen Punkt aufgreifen an der Stelle, den Herr Teichmann auch erwähnt hat in seinem Vortrag. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass ein wesentlicher Hebel dafür ist, dass die Verlage oder wir insbesondere natürlich auch uns massiv intern umstrukturieren. Das hat aber auch schon vorher begonnen, weil die Flexibilität ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Wir können keine dieser neu entstehenden Märkte, fragmentierenden Märkte so schnell und flexibel bedienen, wie wir es brauchen, auch mit geringeren Erlösen pro Content-Stück, die es ja geben wird, egal auf welcher Plattform, wenn wir in den Strukturen weiterarbeiten, die wir haben. Da haben wir auch schon eine Menge getan, aber da sind wir noch ganz, ganz lange natürlich nicht am Ende der Wegstrecke. Welche Online-Erlöse, Frage wieder an alle, erwarten Sie denn? Also
Es gibt ja fast eine Glaubensdiskussion darüber, ob nun die Werbefinanzierung oder ein Paid-Content-Modell das Richtige ist. Im Moment haben wir wieder den Hebel Richtung Paid-Content. Den hatten wir, glaube ich, vor 10 Jahren auch schon mal. Dann gab es einen Kurs, dann, als die Werbemärkte ansprangen, ging das Ganze wieder zurück in Richtung Werbefinanzierung. Jetzt haben wir wieder sozusagen wieder den Switch zurück. Dann kann man auch natürlich noch andere Geschäftsfelder erschließen. Welche Online-Geschäftsfelder erwarten Sie dann in den nächsten Jahren, werden sich dynamisch entwickeln? Ist das Thema Paid-Content sozusagen, man hat das Gefühl, es macht die New York Times, das wird immer als schönes Beispiel herangezogen, es ist die NZZ in der Schweiz, die das jetzt gerade eingeführt hat. In Deutschland ist außer Springer bisher noch nicht so richtig, kein Verlag hinterhergegangen, um das Thema einzuführen. Wie sehen Sie das Thema Paid-Content in Ihren Häusern? Wie wichtig wird das? Wie groß wird das und wird das Thema Online-Werbeerlöse in den nächsten Jahren ablösen? Herr Haags wieder. Ja, das Thema Paid Content spielt eine zunehmende Rolle, das ist überhaupt gar keine Frage. Und es ist aber jetzt, wenn man zurückblickt, auch jetzt der einzige richtige Zeitpunkt. Und es kommt auch darauf an, aus welcher Perspektive man kommt. Zum Beispiel die New York Times hatte ja weite Teile ihres inhaltliche Angebote freigestellt gehabt auf ihrer Webpage. Das hat die Süddeutsche zum Beispiel nie gemacht und alle regionalen Zeitungen, die ich in Deutschland kenne und Zeitschriften genauso, haben das auch nicht gemacht. Das heißt, wir hatten eigentlich Paid Content im Print, aber nicht im digitalen Bereich, abgesehen mal von E-Paper-Geschichten, die ja jeder ein wenig gemacht hat gegen Bezahlung. So, das liegt auch daran, dass wir einfach die Endgeräte gar nicht hatten, um vernünftig Paid Content zu machen. Also ein E-Paper, was ich mit, was weiß ich, 3-4% der Auflage verkaufen konnte, war zwar Paid Content, aber ist ein Nischenprodukt gewesen für einen ganz speziellen Leserkreis. Heute ist das anders. Und Paid Content hat heute schon eine Bedeutung und wird eine zunehmende Bedeutung gewinnen. Das ist überhaupt keine Frage. Die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel verkauft ja ihr Digitalpaket, also ihr Online-Abo, sehr, sehr hochpreisig für 29,90. Das ist im Vergleich zu manch anderem Angebot sehr teuer und trotzdem verkaufen wir es, weil wir unsere Marke dahinter steht, unser Journalismus, unser Produkt, das die Leser auch aus der Printwelt letztendlich kennen und auch bereit sind, dafür dieses Geld auszugeben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man die Marken entsprechend nutzt, die Kraft der Marke und auch im Preismarketing keine Fehler macht. Denn das Produkt im digitalen Absatzkanal ist ähnlich wertvoll oder vielleicht am Ende des Tages sogar wertvoller, wenn es besser wird als das Printprodukt, was man sich ja durchaus vorstellen kann, und damit auch hochpreisig zu positionieren. Sicherlich haben wir keinen Druck, kein Papier und keine physische Distribution. Das kann man in Abzug bringen, aber trotzdem die Hochpreisigkeit kann man im Markt durchsetzen, wenn die publizistische Marke stark genug ist. Nun fahren ja viele die Strategie, einen weitgehend kostenfreien Online, also ohne Zugangsschranke Online-Auftritt zu haben, wie auch die Süddeutsche, und dazu oder daneben Apps zu verkaufen, also Apps der Druckauflage. Wie lange wird dieses Modell, glauben Sie, noch machbar sein? Also Springer hat ja nun angekündigt, dass sie auch zum Jahresende die Internetseite Welt, also die Welt quasi hinter eine Zahlschranke setzen. Wie lange halten Sie an Ihrem Modell noch fest oder gibt es da keine Pläne in Ihrem Haus? Doch, da kann ich was Konkretes zu sagen. Wir haben im Moment noch einen technischen Medienbruch. Das muss man ganz genau so konstatieren. Wir haben also eine Online-Verfügbarkeit auf allen Endgeräten dieser Welt, aber eine Paid-Verfügbarkeit nur auf dem iPad. Wir hätten auch eine Applikation für Android machen können, natürlich, aber es wäre ein Medienbruch. Man kann nicht ohne weiteres von dem einen zu dem anderen umsteigen. So, und das ist etwas, was wir jetzt leisten müssen, was die ganze Branche leisten muss. Wir arbeiten mit Hochdruck dran. Sie werden das vielleicht gesehen haben. Wir haben vor 2 Tagen unsere neue Applikation rausgebracht für das iPad. Die hat, wie wir es nennen, ein Liquid Design. Das heißt, es ist eigentlich egal, welches Format dieses Gerät hat, ob Sie es hoch kann halten oder im Querformat oder ob es kleiner oder größer ist. Es bricht automatisch um, obwohl es voll auf die Fähigkeiten dieser Gerätekategorie ausgerichtet ist. Das heißt, wir können ab heute oder ab gestern alle Endgeräte mit einem Top-Produkt bedienen. Das heißt, wir werden die technische Reichweite erhöhen auf alle Tablets und Smartphones, die da draußen im Markt sind. Windows 8 wird das nächste sein in der nächsten Woche. Und wir werden in dem nächsten Schritt das Gleiche auch web-based machen.
In wenigen Monaten haben wir damit eine Verfügbarkeit auf allen Endgeräten, die es gibt, mit einem quasi in Anführungsstrichen nativen Angebot. Also kein browserbasiertes Angebot, sondern ein Angebot, was der Geräteklasse auch gerecht wird. Und können dann genauso natürlich von jedem Device aus dem Free-Bereich auf den Paid-Bereich den Leser dazu verleiten, den gelegentlichen Leser oder den Fan dazu verleiten, auch den Paid-Bereich für sich zu erschließen und am Ende des Tages auch zu bezahlen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Unterschied ist, den muss man auch erkennen, süddeutsche.de hat sehr wenig Inhalt aus der Süddeutschen Zeitung. Das war bei der Welt online ganz anders. Das heißt, bei der Welt kann ich eine Paywall vor den Paid Content ziehen, bei der süddeutschen.de habe ich nur wenige Stücke aus der Zeitung, die dort stattfinden. Also wir denken nicht wirklich über eine Paywall nach, sondern über alternative Modelle. Wir nutzen unsere Free-Reichweite einmal, um Werbeträgerleistung darzustellen und darüber Werbeerlöse zu generieren und gleichzeitig das als Absprungplattform zu nutzen für unsere bezahlten Produkte. Das heißt, das Modell bleibt so, wie es ist, ein kostenfreies süddeutsche.de und Bezahlprodukte daneben. Ja, es bleibt so. Es wird natürlich leicht verändert, aber es bleibt so, ja. Das führt mich zu einer Frage, Herr Mock, und zwar, was die Markenwahrnehmung angeht. Ich glaube, Verlage denken immer so ein bisschen aus der Innensicht heraus, wir haben dass die Website von einer anderen Abteilung gemacht wird und das ist ja nicht, es ist ja nicht das Printprodukt. Was wird aber, glaube ich, kommt beim Nutzer doch völlig anders an. Der sieht doch nur Süddeutsche und denkt, das ist natürlich eine Marke, ein Haus, eine Redaktion. Funktioniert so eine Zweiteilung? Also wie werden denn Marken oder Medienmarken von außen wahrgenommen? Ist das denn etwas, was auf Dauer durchhaltbar ist? Also wir sind der festen Überzeugung, das zeigen auch die Analysen, die wir als Roland Berger jetzt in den letzten 24 Monaten an unterschiedlichen Stellen in unterschiedlichen Märkten durchgeführt haben, dass eine konsistente Positionierung, eine konsistente, nachhaltige Wahrnehmung der Marke essentiell wichtig ist, weil die Marke zum einen Orientierung geben muss. Also wenn ich zur Süddeutschen gehe, wenn ich zur Gala gehe, wenn ich zum Fokus gehe, egal auf welchem Medium, und darauf müssen wir uns einstellen, egal auf welches Medium oder auf welchen Weg, dann muss ich einfach wissen über die Marke, was mich dort erwartet. Also die Marke muss die Proposition, das inhaltliche Angebot sehr stark nach außen erstmal repräsentieren. Das ist jetzt leichter gesagt als getan, aber es ist umso wichtiger, wenn wir uns mal folgende Statistiken oder Verhaltensmuster vor Augen halten. Wenn Sie heute den durchschnittlichen Zuschauer, Fernsehzuschauer nehmen, der ja auch schon mit 50, 60 oder mehr als 100 Kanälen konfrontiert ist, der guckt trotzdem in der Größenordnung 5, 6, 7 Kanäle überwiegend mit 80% seines Konsums. Wenn Sie sich anschauen, wie die Leute Internet nutzen, als wirklich ganz stationär Internet, dann konzentriert sich 80% des Traffics, den die generieren, 80% der Zeit, die die auf dem Internet verbringen, auf 5, 6, maximal 7 Websites oder Portale. Wenn Sie sich anschauen, und wir können jetzt sämtliche Smartphones, die hier im Raum sind, auf den Tisch legen, da wird ja jedes Smartphone anders ausschauen. Trotzdem, die Apps, die Sie überwiegend nutzen, spielen sich auch wieder ab in der Größenordnung 5, 6, 7. Bei den versierten Nutzern mögen das vielleicht ein paar mehr sein. Aber der Knackpunkt ist, das Relevanz-Set ist immer noch das gleiche wie vor 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren, relativ begrenzt auf eben diese 5, 6, 7 medialen Angebote, Marken. Dieses Relevanz-Set ist jetzt nur einfach aufgrund der digitalen Vielfalt sehr, sehr unterschiedlich von Person zu Person. Und die Kunst muss es sein, über eine klare Proposition, über ein ganz stringentes Markenmanagement in dieses Relevanz-Set reinzukommen beim Nutzer. Und deswegen sind wir der Überzeugung, dass das inhaltsbasierte Verlagsmodell also definitiv eine sehr, sehr starke Zukunft haben wird nach vorne, dass ich hier aber eine ganz konsistente Wahrnehmung und Markenwelt aufbauen muss über die unterschiedlichen Mediengattungen hinweg. Und allein schon deswegen, weil wir ja gar nicht wissen, wer der nächste Facebook sein wird und weil wir ja dann auf der nächsten Plattform, die kommen wird, wieder konsistent mit unserem Auftritt sein müssen. Deswegen glauben wir, das Thema Markenmanagement, ganz bewusst eine Marke emotional aufzuladen, eine Marke zu positionieren, eine Marke zu profilieren und vor allem eine Marke ganz klar mit Inhalten zu stützen,
wird ganz essentiell wichtig sein nach vorne. Herr Koppel, beim Thema Markenführung fällt natürlich das Thema oder der Name Red Bull relativ schnell, weil Sie einen neuen Weg gegangen sind, wie man eine Marke aufbaut, ganz ohne klassische Medien oder nicht ganz ohne, aber doch weitgehend sozusagen mit eigenen Instrumenten, mit eigenen Events, mit einem eigenen Fernsehsender, mit eigenen Printpublikationen. War das die Erkenntnis sozusagen des Sprungs von Herrn Baumgartner neulich? War nicht, dass man das 39.000 Metern springen kann, sondern dass man so eine Marke, so eine Awareness schaffen kann ohne klassische Medien? Sehen Sie das als eine Art Blaupause auch für andere Unternehmen? Ich kann nicht für andere Unternehmen sprechen. Ich glaube, das für uns Wesentliche ist, dass wir uns in zwei Welten bewegen. Da möchte ich das unterstützen, was Alexander Mock gerade gesagt hat. Wir haben zwei starke Welten, die Servus-Welt und die Red Bull-Welt. Und in diesen Welten bewegen wir uns mit unseren Medienprodukten. Wir versuchen dabei immer höchste Relevanz für den Konsumenten zu haben. Das unterscheidet uns vielleicht ein bisschen von den klassischen Verlagshäusern, die meiner Meinung nach, und das habe ich jetzt auch wieder ein bisschen durchgehört, immer zwischen Anzeigenwirtschaft und Leser eigentlich hin und her pendeln. Ich glaube, unser jüngstes Projekt, nämlich das Servus-Magazin, zeigt eigentlich sehr schön, wenn man sich konsequent an einer Richtung ausrichtet oder orientiert und versucht, nicht wie Porter so schön sagt, between the chairs zu sein, dann kann man auch die Anzeigenwirtschaft sehr schön für sich gewinnen. Erkenntnis ist für mich sicherlich, dass die Relevanz der Marke sicherlich auch immer gepaart sein muss mit der Relevanz des Kanals. Und ich glaube auch nicht, dass es die Ultima Ratio ist, jetzt Inhalte, die in Magazinen stattfinden, auf Tablet, auf Smartphone oder wie auch immer andere Medien zu bringen, sondern jede Mediengattung muss für sich in dieser Welt die Relevanz entwickeln. Und über die wird dann auch die Wertschöpfung früher oder später stattfinden, weil sie einfach mit einem ganz einfachen Faktum konfrontiert sind, nämlich, dass Konsumenten es nutzen. Und es war recht interessant, in der Elefantenrunde war eigentlich der Stefan Tverasa von Google der Einzige, der gesagt hat, wir richten uns konsequent am User aus. Und das kann ich von unserer Seite insofern nur unterstreichen. Einmal ist es der Leser, einmal ist es der User, einmal ist es der Mobilanwender, aber sie müssen relevant bleiben. Und das hat die Wechselwirkung mit der Marke. Die Ausrichtung am User fällt, glaube ich, vielen klassischen Printmedien noch ziemlich schwer. Weil, wie Herr Teichmann das eben beschrieben hat, ist es ja, glaube ich, weiterhin so, als Journalist schreibt man was, es wird gedruckt, es geht zum Leser und das Maximum Interaktion ist ein Leserbrief, eine oder zwei. Also, ne? Also zumindest ist das, glaube ich, immer noch das am häufigsten zu sehende Modell, was ich immer ein bisschen schade finde, weil wir mit den sozialen Medien mittlerweile die Instrumente haben, um mit unseren Lesern, auch als Journalisten, als Redaktion, als Marke sozusagen in Kontakt zu kommen. Ist das etwas, die Frage an alle, ist das etwas, was wir in Zukunft sehr viel stärker sehen werden, sozusagen im Bereich der Markenbildung, dass eben die Journalisten rausgehen, dass die Redakteure rausgehen, dass die Verlagsleute rausgehen, viel stärker auf Events auftreten, viel stärker in Kontakt mit ihren Lesern kommen, mit ihnen diskutieren, mit Fragen beantworten. Ich sage mir meinen Kollegen, dann stellt einer eine Frage per Twitter. Ja, muss ich die beantworten? Ja, klar musst du die beantworten. Es sind auch nicht keine 100.000 am Tag, es sind vielleicht 2 oder 3 und das ist machbar. Also ist das sozusagen ein neues Modell, wie sozusagen die Content-Produzenten demnächst hingehen und mit ihren Rezipienten, die sie früher mal waren, auf Augenhöhe interagieren müssen? Ist das etwas, was kommen wird? Ist das etwas, was viel, viel stärker gefordert wird in den Häusern? Also wenn die Klassiker nichts sagen, dann sage ich was dazu. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich finde die Studie gut. Das Einzige, wo ich also komplett anderer Meinung bin, ist die Verlagsstruktur, die dazu notwendig ist. Das sehe ich überhaupt nicht. Ich muss dazu sagen, ich habe vor 3, 4 Jahren mittlerweile keine Ahnung gehabt vom Printgeschäft. Aber ich hatte das Glück, mit vielen Kollegen in Redaktionen arbeiten zu dürfen, die inhaltsgetrieben sind. Das sind Journalisten, die lieben ihr Produkt. Wenn sie dann beginnen, multiple einzusetzen für verschiedene Produkte, so wie wir es auch gesehen haben, dann geht eigentlich die Seele des Produktes irgendwann verloren. Das verhält sich ähnlich mit den Plattformen. Wenn Sie ein relevantes Printprodukt machen, heißt das nicht, dass Sie relevant twittern können. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich kriege eigentlich relativ viel
sagen wir, E-Spam. Ja, ich glaube nicht, dass es notwendig ist, Informationen überall zu verteilen. Wenn Sie unsere Servus-Welt ansehen, wir haben keine Servus-Webseite, weil die Inhalte können Sie im TV oder im Magazin konsumieren. Da sind wir, versuchen wir relevant zu sein. Bei Red Bull, in der Markenwelt Red Bull, haben wir viele andere Produkte. Das verhält sich wesentlich optimaler und fürs Produkt, glaube ich, auch wesentlich qualitativer, wenn man versucht, die Spezialisten auch in ihren Kanälen zu belassen, anstatt eigentlich die Verlagswelt nach oben zu bringen in eine Welt, eher zu versuchen, den Verlag in einer Welt zu etablieren. Ja, Herr Mock, genau. Also ich glaube, man darf auch nicht den Fehler machen, jetzt nach einem Blueprint, nach einem Muster zu suchen, das jetzt ja für jedes Verlagsprodukt, für jede Verlagsmarke, für jedes Objekt, für jeden Inhaltstyp greift. Also es gibt gewisse Inhalte, es gibt gewisse Zielgruppen, die bieten sich einfach an, diese Interaktivität, dieses Zusammenspiel mit dem Nutzer, mit dem Leser aufzugreifen. Aber es gibt genauso gut Genres, die für sich stehen, die ein gewisses Format einfach bedingen oder bevorzugen, wo ich eben nicht diese Interaktivität brauche. Nur der Punkt ist, ich muss es verstehen. Ich muss es einfach wirklich durchdrungen haben, was es denn eigentlich braucht, um meine Marke wirklich zu befeuern, meine Proposition rüberzubringen, meine Inhalte wirklich stark zu machen, bezahlwürdig zu machen, das ist ja wichtig, werbeträchtig zu machen, ist ja auch nochmal wichtig. Und dann gibt es eben weitere Spielarten, wie ich das spielen kann. Und Servus Magazin spricht halt eine bestimmte Zielgruppe, hat einen gewissen Qualitätsanspruch, den ich eben so realisieren kann. Es gibt andere Elemente, ich nehme jetzt mal ein anderes Extrem, Bravo, die ganze Markenwelt der Bravo. Dort muss ich über diese ganzen Kanäle extrem aktiv kommunizieren, um eben in dieser Zielgruppe die Relevanz zu erhalten. Und deswegen glaube ich, es ist nicht ein Entweder-Oder, es ist ein sehr individueller Mix. Ich muss ihn halt verstehen. Ich muss meine Zielgruppe verstehen, ich muss meine Marke verstehen, damit ich diesen Mix überhaupt gezielt aufsetzen und steuern kann. Ich muss noch ergänzen zu Ihrer eigentlichen Frage, muss man es besser verstehen? Das war die Antwort von Alexander Mock. Ich meine, der Kollege Koppel ist in der Situation, dass er natürlich sehr relativ junge Marken hat und das von Anfang an mehr oder weniger für die Zielgruppen blueprintmäßig machen kann. Bei Marken, die 30, 40, 50 Jahre alt sind, haben sie eine andere Situation. Als Mehrmarkenhaus ist es natürlich sehr, sehr schwierig, so einen Approach durchzusetzen. Aber genau deshalb, um es zu verstehen und um überhaupt zu so einer individuellen Lösung zu kommen, haben wir auch angefangen, sowas systematisch zu machen. Auch erst vor einem Jahr, was für einen normalen Consumer oder Marketingunternehmen natürlich relativ eher zum Schmunzeln anregt, aber wir haben auch gemerkt, wenn wir uns mit uns systematisch mit den Zielgruppen und den Marken auseinandersetzen, in ganz, ganz kurzen Zeitabständen und nicht eben einmal im Jahr mit einer MA-Analyse, machen wir die Produkte besser. Und die Chefredakteure haben Werkzeuge, um ihre Produkte für die Zielgruppen spezifischer und besser zu machen. Und da ist erstaunlich viel Potenzial drin. Also ich bin da fest davon überzeugt, dass das nicht mehr werden wird, sondern dass das eines der wichtigsten Elemente überhaupt ist, um die Zielgruppen zu erreichen. Wie sieht sowas konkret aus? Also was können Sie sozusagen, wenn Sie den Leser erforschen, den Sie haben, was können Sie daraus lesen? Wie wird das Produkt oder besser, an welchen Schrauben müssen Sie drehen, um das Produkt besser zu machen? Das kann ein Chefredakteur natürlich sehr viel besser erklären als ich, aber es sind teilweise relativ banale Dinge. Also zum Beispiel gibt es ganze Kategorien in Zeitschriften, die seit 20 Jahren gleich existieren und dann befragen sie auf einmal, sagen wir mal, 80% ihrer Leser sagen sie, das habe ich noch nie gewollt. Dafür bezahle ich nicht. Ich würde sogar mehr bezahlen, wenn es nicht mehr da wäre. Oder, nein, das sind so absurd, nein, es sind viele Dinge oder es gibt auch bestimmte, auch stilistische Elemente wie Sprache zum Beispiel. Es gibt Magazine, da sagen die Leser, ich verstehe die Sprache nicht, in der ihr schreibt. Ihr habt jetzt 3 Jahre lang an mir vorbeigeschrieben. Und es sind teilweise wirklich simple Dinge, die viele unserer Chefredakteure kommunizieren ja auch interaktiv mit ihren Lesern, zusätzlich begleitend, um das sozusagen auch besser zu durchdringen. Und das hat nach meiner Wahrnehmung, wir können es teilweise auch in Zahlen sehen, konkret in Auflage, nach einzelnen Veränderungen, die durchgeführt werden, sehr positive Effekte. Aber es ist eben nur ein kleiner Stellhebel von den vielen, an denen wir arbeiten müssen, um die Zielgruppe in Summe besser zu bedienen. In den Kontakt mit den Lesern kommen, Herr Grassmann, Herr Haxe,
Kufner. Wie sieht das bei Ihnen aus? Was glauben Sie, ist notwendig, um den Leser besser zu verstehen? Weil um dieses alte Modell sozusagen, wir senden und es kommt eigentlich nie was zurück, mal aufzulösen und in eine Art Dialog zu kommen oder einfach daraus zu lernen, was die Leser wollen. Wie kann sowas bei Ihren Häusern, wie sieht sowas konkret aus? Was kann man da tun? Was lernen Sie daraus? Also ich will vielleicht mal ein bisschen kritisch antworten, um die Gerne. Runde so ein bisschen aufzulockern. Also ich bin jetzt, glaube ich, etwas über 20 Jahre im Berufsleben und egal, wo ich gearbeitet habe, hieß es immer irgendwann, du musst deinen Leser, deinen Kunden, deinen Abnehmer besser verstehen, dann kannst du ihm auch bessere Produkte anbieten und mehr Geld verdienen. Da sehe ich im Lesermarkt, in dem wir nun tätig sind, sagen wir mal weniger. Ich sehe es insbesondere bei unserem Werbemarkt und da dem Anzeigenkunden, der heute ganz andere Probleme hat, wie er mit seinem Kunden kommuniziert. Da haben wir einen exzellenten Vermarkter bei uns im Haus, der dafür sozusagen individuelle Lösungen für das jeweilige Kommunikationsproblem des jeweiligen Unternehmens, das bei mir Werbung schaltet, dann findet. Aber so wie ich jetzt die Diskussion in den letzten 10 Minuten verfolgt habe, denken wir immer darüber nach, wir müssten jetzt idealerweise mit jedem unserer Leser mal diskutieren, was denn idealerweise in der nächsten Woche der Chefredakteur für Themen aufgreift im Blatt und auf welchem Weg, also sprich digital oder Print oder über eine Veranstaltung, er ihm sie dann nahe bringt. Und das glaube ich halt nicht, dass das funktioniert. Ich erinnere mich, als ich bei Burda anfing, hatte ich mal einen Termin bei Frau Riekel, der Chefredakteurin der Bunte. Sie fragte mich nach meinen ersten Eindrücken und habe ich gesagt, ja, also die Kollegen vom Medienpark Offenburg, die diese Weekly-Titel wie Freizeitrevue und Lisa, ja sehr erfolgreiche Titel, auch sehr umsatz- und renditestarke Titel produzieren, würden auch sehr erfolgreich auf Marktforschung setzen. Da hat sie gesagt, also Marktforschung käme ihr nicht ins Haus, weil ihre Leser ja nun schließlich nicht wüssten, welche Idee sie hätte, was die Leser nächste Woche interessiert. Und ich sage mal, beide Aspekte, beide Herangehensweisen haben ihre Legitimation. So. Was will ich damit sagen? Ich glaube, die Verlage haben ein immenses Kreativpotenzial, das sie schlecht mit dem Leser vorher diskutieren können. Sondern sie müssen da, wie viele andere Unternehmen auch, mit Trial and Error arbeiten und dann schauen, dass sie immer stärker sich der Zielgruppe annähern und das Produkt schärfen. Weil, machen wir uns nichts vor, ich meine, unsere Branche ist sehr kommunikativ, liegt an dem kreativen Potenzial der hauptsächlichen Mitarbeiter. Auf der anderen Seite ist es aber nichts anderes, was wir produzieren, als ein Konsumgüterprodukt. Also ein Konsumgut mit einer höheren Komplexität. Heißt, wenn wir einen Fokus machen, ist es wie der Produktmanager von Nutella, der sagt, jeden Montag muss ich ein Produkt machen, das sieht aus wie Nutella, es muss wie Nutella schmecken und es wird so verpackt und die Marke muss ich in der und der Form emotionalisieren und bekannt machen. Der Komplexitätsgrad gegenüber der Konsumgüterindustrie ist ja nur der, dass wir es jeden Montag neu machen müssen oder jeden Tag im Tageszeitungsbereich. Also immer wieder das Markenversprechen erfüllen. Da hilft mir der Leser nur in der Form, dass er für mich im Sinne des Trial and Errors immer wieder sagt, ich kaufe es noch oder ich kaufe es nicht. Heißt, ich muss aus diesem kreativen Prozess neue Wege gehen, neue Produkte entwickeln, weil an irgendeinem Tag ist es halt so, dass sich Nutella oder ein Produkt auch mal erschöpft hat und am Ende des Produktlebenszykluses angekommen ist. Das müssen wir nüchtern akzeptieren, dann haben wir halt ein neues Produkt. Und dieses ständige Stöhnen darüber, wie schlecht es uns allen geht, kann ich eigentlich nicht nachvollziehen. A, geht es uns nicht schlecht? B, ist es heute immer noch so, dass, wenn ich eine Kundenwertbetrachtung anstelle, der Printkunde 10-mal mehr wert ist als ein digitaler Kunde. Das wird sich hoffentlich in Zukunft mal ändern. Aber wie gesagt, auch diese Reduzierung auf analog, digital lässt völlig außer Acht, welche anderen Vertriebsmöglichkeiten wir mit dem, was wir ja produzieren, zusätzlich haben. Aber andere Häuser machen sehr erfolgreich Kongresse, positionieren sich da. Andere bringen Produkte auf den Markt, andere investieren im E-Commerce. Warum nicht? Könnte auch eine Zukunft sein. Also insofern, ich bin weniger der Freund davon, dass ich sage, im B2C-Segment müssten wir also intensivst den Leser analysieren, um bessere Produkte oder die Zukunftsfähigkeit herzustellen. Im Werbemarkt absolut ja. Ich würde dem gerne
nicht widersprechen, aber trotzdem entgegenhalten. Es ist schon wichtig, nach meiner Meinung, dass man, wenn man vom Leser oder vom Kunden spricht, dass man auch eine klare Vorstellung hat, wen man den als Leser haben möchte. Im Falle von 20 Minuten ist das ganz klar. Wir sind zwar die Zeitung, das hat uns ein bisschen überrascht, seit 4 Jahren, die am meisten Führungskräfte in der Schweiz erreicht. Da wäre man versucht, eine Zeitung zu machen, die auch Führungskräfte anspricht. Aber das machen wir selbstverständlich nicht. Unsere Zeitung ist gemacht für junge Leute und sie will relevant sein für junge Leute. Und Relevanz für junge Leute ist etwas anderes als Relevanz für eine 55-jährige Führungskraft. Und was die Leute bewegt, und da helfen uns die digitalen Medien, da kann man gut nachverfolgen. Ich kann ein Beispiel sagen, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, etwa, ich glaube, 4 Jahre, großes Thema in der Schweiz, in Österreich und auch in Deutschland, natürlich Vogelgrippe. In den Medien wurde ohne Ende über Vogelgrippe geschrieben. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben das verfolgt im Online. Am Anfang hat das interessiert, irgendwann interessiert das niemanden mehr. Und ich würde meinen, dass ein Großteil der Medien, in dem man über Vogelgrippe bis zum Umfallen geschrieben hat, am Zielpublikum vorbeigeschrieben hat. Und ich glaube, es hilft schon, man sollte nicht, ich kann Ihnen sagen, am besten läuft, wir sind da sehr zurückhaltend, das wird Sie nicht überraschen, leicht bekleidete Damen, das wird angeschaut, aber das ist nicht ein wirkliches Modell. Aber man kann im Internet schon sehr genau verfolgen, was Leute interessiert und was nicht. Und ich finde, das kann man auch auf Print umsetzen. Ein Modell, das hier immer wieder diskutiert wird, ist das, dass man quasi weggeht von der gedruckten Tageszeitung und hingeht zu einer gedruckten Ausgabe in der Woche, am besten zum Wochenende, wenn die Leute auch tatsächlich Zeit zum Lesen haben. Ist dieses Modell die Woche über digital, am Wochenende Print, etwas, von dem Sie glauben, dass es zukunftsfähig ist, Herr Henkel? Wir sind jetzt nicht in erster Linie in Tageszeitung. Sie haben aber eine Tageszeitung dabei. Ja, das stimmt. Die hat darüber schon mal diskutiert. Die diskutiert auch weiterhin darüber, da gibt es unterschiedliche Modelle. Kann das rein theoretisch ein Weg sein, die Leser auf einer Transformation mitzunehmen, wenn ich es auch begleite mit digitalen Angeboten? Ja, natürlich haben wir das motiviert und sehr genaue Gedanken darüber gemacht. Aber auch da bin ich wirklich bei Alexander Mock, das ist so spezifisch unterschiedlich von Produkt für Produkt. Ich bin mir sicher, dass es bei der FDD völlig anders aussieht als bei der Süddeutschen Zeitung. Darin würde ich kein generalistisches Modell sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, auch wirtschaftlich muss man, wenn man sich das anschaut, muss man ja an bestimmte Dinge glauben, ja, die eintreten, damit es sich dann unterschiedlich rechnet, wenn ich den Switch mache. Und ich glaube, dieser Glaube würde bei mir, bei jedem Produkt, was wir haben, doch sehr, sehr anders aussehen. FTD ist in der Tat so ein Fall, wo man das möglicherweise überlegen könnte, aber das für uns als Unternehmen oder für Publishing im Ganzen würde ich das so nicht unterschreiben. Jetzt, vor allem jetzt nicht. Das ist ja, bis das kippt und bis sich das lohnt auf der anderen Seite, vergehen noch ein paar Jahre und das muss man schon sehr, sehr vorsichtig dosieren, glaube ich. Also das ist das Bekenntnis, dass es die gedruckte FDD auch weitergeben wird? Das hat damit gar nichts zu tun. Das kann ich hier, also ich bin nicht in der Position, das hier abzugeben an der Stelle. Also da geht es uns genauso wie allen Wirtschaftstageszeitungen auf der gesamten Welt. Das ist ein Segment, was sehr, sehr problematisch ist. Das ist auch kein Geheimnis. Sie können sich die Entwicklung der Wirtschaftstageszeitungen in Europa der letzten 10 Jahre anschauen und dann ist die Antwort natürlich sehr, sehr eindeutig. Und davon ist die FTD auch nicht gefeit. Herr Haags, haben Sie das intern schon mal diskutiert, ob sowas, wann sich sowas rechnen könnte in Ihrem Hause? Ich will Ihnen nicht in den Mund legen. Keine Sorge. Das ist für uns im Moment überhaupt keine Option. Ich meine, die Süddeutsche Zeitung hat eine besondere Stellung insofern, als dass sie in den letzten 10 Jahren mehr oder weniger Auflagenkonstanz hatte, also keine Verluste, in der nationalen Distribution eher noch zugelegt hat. Allerdings in den letzten 2 Jahren haben wir, das ist die Auswirkung der Smartphones, Tablets und so weiter, nämlich dass man unterwegs und zu jeder Zeit auch gute Inhalte konsumieren kann, haben wir diese rückläufige Auflagenentwicklung. Wir haben verkaufte Auflage über 400.000. Kein Thema zurzeit. Und vielleicht ist das Thema auch überstrapaziert. Denn es ist so, natürlich ist am Wochenende
Lesezeit, da ist Zeit, sich zu beschäftigen, sich aktiv zu beschäftigen. Das heißt aber nicht, dass on the long run am Wochenende mehr Print gelesen wird und unter der Woche digital. Wenn ich hervorragende Produkte habe am Wochenende in digitaler Aufbereitung, werden die genauso gelesen. Am Wochenende ist einfach mehr Zeit und mehr Muße da. So. Und darauf haben wir uns eingestellt. Bei der Süddeutschen haben wir eine sehr positive Entwicklung im Bereich der Wochenendabos. Das heißt, wir haben ein Produkt im Markt, Freitag, Samstag im Abonnement. Da ist auch der mobile Leser in der Lage, das vernünftig zu handeln, der nicht jeden Morgen die Briefkasten leeren kann. Freitag mit dem Magazin, am Wochenende mit einer stärker werdenden Wochenendausgabe. Das stimmt schon, da ist viel Zeit zum Lesen. Das wird aber auch digital funktionieren. Ich glaube, was wir als Klammer nochmal diskutieren sollten, ist die Frage, werden die Medien, die Zeitschriften und die Zeitungen zukünftig nicht viel besser werden, als sie heute sind? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Und Ihre eine Frage zielt auch darauf ab, nach dem Motto, kann der Leser sich stärker einbringen, kann man den fragen, was für ihn wichtig ist? Ich denke, das ist schon ein ganz wichtiges Thema. Natürlich wissen wir anhand der Nutzung unserer digitalen Inhalte, was dem Leser wichtiger ist und was ihm nicht ganz so wichtig ist. Und die Erkenntnis nutzen wir natürlich aus, um manches Thema stärker zu spielen, ein anderes weniger stark. Der Leser erwartet von uns aber in allererster Linie über alle Kanäle ein hervorragendes journalistisches Produkt. Und das kann zukünftig nur besser werden. Ob es im Print besser wird und digital besser wird oder ob die Zukunft stärker im Digitalen liegen wird, wovon wir alle sicherlich ausgehen, ist dabei eine andere Frage. Es wird besser, es wird aktueller, es wird tiefer in der Berichterstattung, es ermöglicht viel mehr Interaktion und es geht nicht darum, welches Thema soll ich morgen schreiben. Das ist nur der eine Aspekt, sondern diese Kernleserschaft, wir haben ja eine begeisterte Leserschaft, jedes Medium hat diese begeisterte Leserschaft, die es möchten, können ein Stück mitmachen. Sie können sich äußern, die Äußerung kann ich wieder aufnehmen, ich kann sie spiegeln. Also wir haben viele, viele Chancen, die Zeitung der Zukunft besser zu machen und ich garantiere Ihnen, sie wird auch in 10 Jahren noch gedruckt werden, weil wir einfach eine Leserschaft haben, die auch die gedruckte Ausgabe, das gilt für die Zeitschriften mit Sicherheit genauso, bevorzugen wird, obwohl die digitale vielleicht besser ist. Sie ist multimedialer, aktueller, breiter in der Berichterstattung und so weiter. Sie ist vielleicht auch preiswerter, weil ich sie nicht drucken muss und nicht distribuieren muss. Also trotzdem werden wir auf lange Sicht auch noch, und das sind die Kundenbedürfnisse, die Printausgabe sehen, und auch im Zeitschriftenbereich. Der Übergang zu Tablet-Produkten, der von einigen als Heilsbringer, die Tablets, die als Heilsbringer hochgejubelt wurden, wie wirkt sich das denn sozusagen auf Ihr Geschäft aus? Freuen Sie sich über jeden Leser, der vom Papier zum, sag mal, etwa gleich teuren Tablet-Produkt wechselt, weil Sie A, bessere Werbung ausliefern können, also relevantere Werbung hoffentlich mal, und B, keine Druck- und Vertriebskosten mehr haben? Frage an alle, ist das etwas, was Sie jetzt forsch vorantreiben wollen, also den Übergang von Print zu Tablet, oder ist Ihnen das eigentlich, kommt am Ende das Gleiche bei raus, finanziell? Ja, also das ist eigentlich, wenn ich das aus unserer Sicht beantworten darf, die Leser sind uns natürlich gleich lieb. Gleichwohl haben wir bei der digitalen Ausgabe einen höheren Deckungsbeitrag, das muss man ganz klar so sehen. Und wir gewinnen Leser, die einen hohen Mobilitätsgrad haben, die also die Printausgabe gar nicht im klassischen Abonnement beziehen können. Ich habe natürlich es nicht gerne, wenn ein angestammter Zeitungsabonnent zur digitalen Ausgabe wechselt, weil ich ihn gerne als Printabonnenten halten möchte. Ich habe auch natürlich eine teure Druckereien und eine Transportlogistik, die ich möglichst auch stark ausnutzen möchte. Aber er ist mir genauso lieb wie derjenige, der ganz neu kommt und sagt, ich möchte nur digital lesen. Insofern, klar, der Transformationsprozess ist da. Wir werden an einem Punkt kommen, ich kann auch nicht sagen, wo der liegt, wann der sein wird, wo die Distributionskosten und die Druckkosten im Verhältnis zur verkauften Auflage, der Printauflage, so stark ins Gewicht fallen, dass es einem doch, dass man sehr naheliegend versuchen würde, auch die Abonnements noch in digitalen Absatz zu wandeln. Aber davon sind wir noch weit entfernt. Also heute würde ich sagen, klar, jeder digitale Abonnent, den wir gewinnen, ist uns sehr wichtig, mindestens so wichtig wie der Printabonnent, aber wir arbeiten nicht gezielt dran, jetzt Printabonnenten auf digitale Abonnenten umzudrehen. Obwohl der digitale Abonnent einen höheren Deckungsbeitrag bringt. Ja, trotzdem ist es,
ist es so, dass wir letztendlich... Pro Abonnent, ja, ja. Bitte? Pro Abonnent, ja, ja, nein, nicht in der Summe, aber pro Abonnent. Klar. Also, Sie freuen sich nicht, wenn ein Print-Abonnent kündigt und auf Digital-Abo switcht. Ja, die Antwort ist ganz einfach. Die Fixkosten sind dort und müssen umgelegt werden dann auf die Printauflage, die verkauft wird. So, das heißt, je mehr Erfolg ich im Digitalen habe zu Lasten von Print, dreht sich das irgendwann um und ich bekomme zwar zunehmende Deckungsbeiträge pro Produkt auf der einen Seite, aber abnehmende auf der anderen Seite. Dann ist es immer noch mehr, aber dadurch, dass die Deckungsbeiträge in einer anderen Kategorie abnehmen, ist es in der Gesamtbetrachtung betriebswirtschaftlich dann einfach nicht mehr so attraktiv. Herr Grassmann, wie ist das bei Ihnen? Freuen Sie sich über ein Digital-Abonnent, der sein Print-Abo dafür kündigt? Ja, also ich nehme ja mal im liebsten alles, was ich kriegen kann. Insofern selbstverständlich. Würde ich... Aber nehmen wir mal diesen Fall an. Ja, also sagen wir so, ich freue mich momentan am meisten über einen Abonnenten des Fokuses, der gleichzeitig auch das kostenlose, ihm zur Verfügung gestellte Tablet-App nutzt, weil ich dann eine Mehrfachnutzung habe, die ich gegenüber dem Werbemarkt noch besser argumentieren kann. Ja, nach dem habe ich aber nicht gefragt. Ja, ich beantworte Sie jetzt. Okay. Ich bin da natürlich ganz bei Herrn Dr. Haags. Es ist natürlich so, dass wir einen höheren Deckungsbeitrag mit dem mobilen Angebot haben. Gleichzeitig einen Wechsel zu machen oder ihn zu forcieren, wäre fahrlässig, solange wir nicht wissen, wie sich denn die Haltbarkeit der mobilen Abos tatsächlich verhält gegenüber den Printabonnenten oder der Printnutzung. Und aufgrund der Flüchtigkeit des mobilen Angebots würde ich mal vermuten, ich weiß nicht, wie es bei den Kollegen ist, aber bei uns wäre es sicherlich so, dass hier natürlich die Haltbarkeit lange nicht so ist wie das Printabonnement. Und damit ist es dann irgendwann wieder eine Milchmädchenrechnung, ob die... der Deckungsbeitrag tatsächlich höher ist. Auf das Einzelexemplar ja, langfristig eventuell nicht. Deshalb sollte man das nicht betreiben. Ja. Herr Mock? Also ich glaube, wir müssen da ganz, ganz vorsichtig sein, uns eben nicht von den Deckungsbeiträgen leiten lassen, weil ich glaube, ein physisches Produkt oftmals sehr stark bestimmt, ob eine Medienmarke überhaupt relevant ist. Also ein gutes Beispiel ist das Servus-Magazin, das lebt einfach von der Haptik. Das ist einfach Bestandteil des Erlebnisses. Ja. Wir müssen auch aufpassen, wenn wir die ein oder andere Tageszeitung umstellen würden auf rein digital und die dann nicht mehr diese reichweitenbringende und auch aufmerksambringende das Volumen an Frei- und Bord- und sonstigen Exemplaren hat, dann verschwindet die relativ schnell aus dem Bewusstsein der Leute, die dieses Produkt heute durchaus lesen würden. Ja, das ist ja durchaus eine Diskussion bei vielen Wirtschaftstageszeitungen, aber auch bei einigen Tageszeitungen. Ich glaube, ich muss auch in dieser ganzen Diskussion digital versus physisches Produkt, brauche ich überhaupt nicht schwarz-weiß denken, sondern ich muss eigentlich hier wieder vom Nutzer kommen und ihm eigentlich über ein Abonnement den Zugang ermöglichen, den er eigentlich braucht. Und es kann durchaus eine Kombination sein. Ja. Wenn wir uns anschauen, einer der allerersten, die umgestellt haben von einem täglichen, zeitungsähnlichen Produkt auf einen Wochenrhythmus und unter der Woche ein rein digitales Produkt, ist der Christian Science Monitor in den USA, eines der traditionellsten Blätter, Pulitzer-Preisgewinner, also die haben ganze Regale voll Urkunden. Die haben einfach festgestellt, dass ihre Leser unbedingt diese inhaltliche Tiefe haben wollen, aber einfach es nicht mehr hinbekommen, diese inhaltliche Tiefe unter der Woche einfach zu konsumieren. Gleichzeitig haben sie festgestellt, wegen der inhaltlichen Tiefe erzeugen die wahnsinnig viel Traffic über die Suchmaschinen Google, Yahoo und so weiter und sind eine der stärksten Online-Reichweite-Produkte, obwohl die ihre Online-Präsenz eigentlich gar nicht irgendwie promoten. Für die war das ein sehr naheliegender Schritt, die physikalische Auflage einfach einzustampfen unter der Woche, in ein magazinigeres Wochenprodukt zu gehen und die digitale Präsenz einfach auszubauen und weiterzuspielen. Aber das ist auch wieder kein Muster, das ich jetzt einfach blind übertragen kann, ja, weil ein Christian Science Monitor seine Relevanz über die Suchmaschinen bekommt und das auch sehr gut aufrechterhält, aber das ein oder andere Produkt, wenn es auf einmal aus den Regalen verschwindet, aus den Flugzeugen verschwindet, aus den Hotels verschwindet, von den Kiosken verschwindet, dann wird es sehr schnell unsichtbar. Und das ist dann bei aller Deckungsbeiträge, die ich dann digital mit einem reduzierten Leserstamm dann erwirtschafte, das ist dann erst recht der Todesstoß.
Ein angekündigter Panel-Teilnehmer ist leider nicht rechtzeitig gekommen, weil sein Flieger nicht geflogen ist. Aber jetzt ist er da. Ich begrüße Tobias Trevisan, Sprecher der Geschäftsführung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und Sie werden natürlich nicht sozusagen kommen können, ohne eine Frage zu bekommen. Die bekommen Sie nämlich jetzt. Sie haben, glaube ich, im Juni angekündigt, dass die FAZ über eine Paywall nachdenkt, aber auch gleichzeitig gesagt, eine Paywall an sich ist noch keine Strategie. Nun hat die NZZ in der Schweiz eine Bezahlschranke à la New York Times hochgezogen. Die Frage, die jetzt an Sie stelle, ist, wie weit sind denn diese Überlegungen in Sachen Paywall in der FAZ inzwischen gediehen? Ja, ich möchte mich zuerst entschuldigen, mein Flieger ist annulliert worden und ich musste den nächsten nehmen, deshalb habe ich es leider nicht geschafft. Aber jetzt zu Ihrer Frage. Sie haben das richtige Stichwort erwähnt, unsere Überlegungen. Wir arbeiten sehr stark an Überlegungen. Der Weg, um die Überlegungen umzusetzen, führt über die Technologie. Und das, was man braucht, ist immer ein relativ aufwendiger Prozess. Wir wissen in etwa so die Größenordnung, was die New York Times investiert hat, um eine Paywall mit anderen Systemen zu verbinden. Wir wissen etwa, was Springer heute investiert hat. Und da gilt es natürlich, eine Hürde zu nehmen. Wie die NZZ das geschafft hat, finde ich sehr interessant. Also wir finden gut, dass die NZZ da vorangegangen ist. Aber jetzt, letztlich, wo stehen wir genau? Wir gehen davon aus, dass das Geschäftsmodell einer Nachrichtenplattform für Qualitätsprodukte nicht funktioniert. Und es wird auch in Zukunft nicht funktionieren. Und zwar einfach, weil diese Reichweitenmodelle, wir Qualitätsanbieter schlechte Voraussetzungen haben. Es sind halt, wie Marcel Kohler gesagt hat, zum Beispiel die leicht bekleideten Damen, die viel angeklickt werden, die schnelle Nachricht, Games. Das ist nicht das, mit was wir uns positionieren. Das heißt, wir werden nie zu den Reichweiten führen gehören. Und aus diesem Grund müssen wir uns eine Alternative überlegen. Die Alternative, die heißt, wir müssen uns überlegen, zum Qualitätsmodell zu kommen. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kann das aussehen? Wir beginnen mal bei den Inhalten. Ich glaube, das ist immer noch das Wichtigste, unser publizistisches Angebot. Wir sind überzeugt davon, dass es nicht richtig ist im Internet, dass was wir machen, in einer schlechteren Qualität anzubieten, wie es unbedingt notwendig wäre. Das heißt, wir müssen ein möglichst gutes Produkt machen, wenn immer möglich, besser, wie was uns auch einfach aufgrund der Technik im Print möglich ist. Das heißt, die Basis unseres Angebots müssen sicher die Inhalte sein, die wir haben. Jetzt können wir nicht gut diese Inhalte vollumfänglich im Internet kostenlos abgeben und noch mehr dazugeben. Das passt dann überhaupt nicht mehr zusammen. Das ist ein Problem. Das glauben wir, das kann man mit einer Paywall lösen, dieses Problem, also eine Konvergenz hinkriegen, inhaltlicher Natur, aber auch im Geschäftsmodell, was denn die Vermarktung der Inhalte betrifft. Und wir glauben, dass man auch im Werbemarkt über eine Qualitätsstrategie nachdenken muss. Man fragt sich doch, welche Werbewirkung erreiche ich eigentlich mit den Standard-Werbeformaten im Internet? Kann ich da damit eine Marke aufbauen? Kann ich damit wirklich Abverkauf betreiben? Wahrscheinlich sind das nicht die richtigen Werbeformate für. Also müssen wir uns auch da überlegen, wie könnte das aussehen. Wir kommen bei unseren Überlegungen letztlich dann zu dem, was wir heute auf dem iPad machen. Im iPad verfolgen wir ein sehr konvergentes Modell zum Print. Irgendwie fast zufällig, wir haben einfach mal das E-Paper draufgesetzt, das ist keine Zukunftslösung. Aber als Basis für einen Ansatz ist es hochinteressant und da gehen unsere Überlegungen hin. Das heißt jetzt eine Absage an das werbefinanzierte Modell und eine Ankündigung, dass das mit der Paywall bald soweit ist, wenn Sie Ihre Technik im Griff haben. Ja. Paywall, also die zweite Frage, ja, die Frage der Technik ist eine ganz wesentliche. Wir wollen in die Richtung,
Wir glauben, wir müssen eine Qualitätsstrategie verfolgen. Werbefinanzierung werden wir sicher nicht drauf verzichten. Das braucht es auch in Zukunft. Und wir sehen da auch große Potenziale, vor allem dann, wenn es uns gelingt, Werbeformate anzubieten, wo ich eine Werbewirkung damit erzielen kann. Wir sehen das zum Beispiel beim iPad, dass obwohl wir eine marginale Reichweite erreichen, wir eigentlich recht gut Werbung auf dem iPad verkaufen, weil die Werbeformate attraktiv sind. Das heißt, wir müssen auch im stationären Internet zu Werbeformaten finden, die attraktiv sind, die eine Werbewirkung schaffen. Der Übergang, das ist nicht eine Entscheidung und Umstellung, das Umstellen eines Schalters, das ist ein Prozess, ein langjähriger Prozess in vielen Schritten, bis wir dort sind, wo wir wirklich vom konvergenten Modell sprechen können. Und gerade was die Paywall betrifft, sehen wir die Möglichkeit, diesen Übergang über ein Metered Model oder ein Freemium Model zu gestalten. Können Sie noch etwa einen Zeitrahmen angeben, in dem sich das alles abspielt, was Sie uns gerade erklärt haben? Ja, ich kann Ihnen sagen, von was wir gedanklich ausgehen, bis das Modell, bis der Transfer geschaffen ist. Aber das ist wirklich, das heißt nicht, dass man nicht jetzt anfangen kann, dass nicht auf diesem Weg bereits ein Modell entsteht, das interessanter ist, wie was wir heute haben. Aber bis wir eigentlich das mit den digitalen Medien schaffen können, was wir heute im Print haben, gehen wir von 10 Jahren aus. Na, das nenne ich mal einen Langfristplan. Vielen Dank. Ich hatte eigentlich als Abschlussrunde an Sie die Frage geplant, die sozusagen nur ganz kurz mit Ja oder Nein beantwortet werden sollte. Und für ein bisschen die provokante These an Sie war, die Zukunft der FAZ liegt hinter einer Paywall, wo eine bildungshungrige Elite intellektuelle Debatten mit der Redaktion führt. Ist das die Zukunft der FAZ, ja oder nein? Entschuldigung, ich muss Sie nochmal aufscheuchen. Kein Problem, nein, das ist nicht die Zukunft. Also selbstverständlich ist die Debatte, das ist ein Vorteil gegenüber einer Papierzeitung, da kann man diese Debatte nicht in der aktiven Form führen. Es ist vielleicht ein Element, das auch sehr positiv zu werten ist, aber die Debatte alleine mit unseren Lesern kann die Aufgabe, die unsere Redaktion jeden Tag erfüllt, nicht ersetzen. Das ist die Hintergrundanalyse, die vertiefte Berichterstattung, die Kommentare, also die Einordnung. Für das haben wir eine Redaktion, die dafür auch qualifiziert ist. Das war jetzt zusätzlich gemeint. Also das sozusagen, Sie lassen hinter die Paywall, Sie bilden einen Club der FAZ-Fans und lassen, die kommen hinter die Paywall und dürfen dort mit den Redakteuren reden, die gleichzeitig gute Inhalte produzieren. Also ich bin jetzt noch nicht so weit, um Ihnen sagen zu können, wo genau die Grenze der Paywall dann verlaufen sollte. Wahrscheinlich werden wir, das machen wir andere auch, dass wir eher eben so ein Metered Model oder so einführen werden. Und dann kann das auch sehr fließend sein, aber es kann durchaus sein, dass durch solche aktive Elemente Leser genau über diese Paywall geführt werden. Wenn Sie eben noch eine Frage beantworten wollen oder Ihre Meinung noch dazugeben und es kostet halt, vielleicht schaffen wir dann den Sprung. Also das kann ein Element sein, aber ein Element von vielen. Vielen Dank. Gibt es aus dem Auditorium noch Fragen an die Panel-Teilnehmer oder Herrn Trevisan, die ich jetzt einfach großzügig mit einschließe? Ja, bitte. Das Mikro ist... Ja, also ich würde sagen, das Thema Micropayment, Sie können am Kiosk ja jeden Kleinstbetrag bezahlen, das funktioniert im Internet heute noch nicht so ausgereift. Ansonsten können Sie heute natürlich über verschiedene Kioske, ob das der Apple App Store ist oder Apple Kiosk oder andere Kiosksysteme. Von Kioskbezahlung anonym ohne Registrierung einfach so, wie es heute mit Bargeld funktioniert. Das wäre förderlich, gar keine Frage. Noch weitere Fragen? Schwer zu sehen. Ja, hier vorne bitte. Und
Tag. Rudolf Inders, Titel Kulturmagazin. Eine Frage, rein rechnerisch betrachtet. Ab wann, glaubt das Panel, werden sich die gestiegenen Kosten für vernünftig und ansprechende Online-Produktion, sprich die Einbindung von Multimedia-Inhalten, wie wir sie heute kennen, wird ja bestimmt dann anders aussehen in 5 oder 10 Jahren. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man für Print Kostensatz XY hat und das kostet so viel, Druckerei, Logistik, Sie haben es ja angesprochen, ab wann, denken Sie, wird das eine hinfällige Argumentationsgröße, weil die Produktion von wirklich guten Multimedia-Inhalten ebenfalls wahnsinnig teuer ist? Ich gebe Ihnen eine Antwort aus meiner Sicht. Ich glaube, die klassischen Verlage werden das nie schaffen. Und wenn Sie sich noch die nächsten 10 Jahre mit Paywalls und mit Möglichkeiten beschäftigen werden, dann werden Sie meiner Meinung nach Ihre Ressourcen auf die falschen Schwerpunkte setzen. Weil die Haptik, und das ist, möchte ich schon auch ein bisschen die letzten 20 Minuten, das war ja fast Totengräberstimmung. Das eine ist schön, wenn wir digitale Renaissance und andere Modelle der Wertschöpfung diskutieren. Das andere ist, das ist wie die Flucht nach vorn. Ja? Und zum iPad aus meiner Sicht, meine amerikanischen Kollegen sagen immer, you cannot ride a dead horse. Ja? Das Schöne ist, wenn 100 Millionen Apple iPads verkauft sind, aber jetzt müssen wir doch ganz ehrlich mal sagen, was bleibt denn dann Wertschöpfung über, nachdem die Mehrwertsteuer bezahlt wurde und 30% bei Apple waren. Und dann müssen Sie noch die Videoproduktionen zahlen, dann müssen Sie noch Adobe mitbezahlen und, und. Ich glaube, die Zukunft für Verlage kann nur in den Produkten liegen, in der Haptik. Das muss das Zentrum bilden. Alles andere darum ist Peripherie und die muss man so aufbauen, dass sie ökonomisch sinnvoll ist. Anders verhält sich sicher für, sagen wir, Konsumentenwelten oder Konsumentenmarken wie Servus, die einfach ein viel breiteres Angebot haben. Wir haben von TV-Inhalten bis zu Webplattformen einfach ein völlig anderes Synergiepotenzial. Und das, glaube ich, ist die große strategische Herausforderung für die Verlage, auf welcher, um mit Alexander Mox Worten zu sprechen, auf welcher Markenebene bleibe ich denn eigentlich? Weil die Markenebene Verlag, glaube ich, wird es nicht ganz sein. Aber das heißt nicht, dass das jetzt die einzige Antwort sein soll. Nein, also ich würde auch sagen, das kann man ganz anders sehen. Und im Endeffekt glaube ich überhaupt nicht daran, dass man das so differenzieren kann. Auf der einen Seite das haptische Produkt und da ist eine Stärke und da soll man bei bleiben und das alles andere ist ganz anders. Das glaube ich überhaupt nicht. Genau das Gegenteil wird der Fall sein. Je nach Zielgruppe und nach Produkt werden die Menschen das Produkt lieben und zwar in den verschiedenen Ausprägungen. Also unsere Zeitungsleser der Süddeutschen Zeitung lieben diese Zeitung, so wie wir sie auch lieben. Und das gilt für alle anderen Produkte, die hier am Tisch repräsentiert werden und auch nicht repräsentiert werden, in gleichem Maße. Unsere Leser lieben diese Zeitung und sie lieben die Zeitung auch im Digitalen, wenn sie sie im Digitalen lesen. Und der eine entscheidet für sich, ich lese sie stärker im Digitalen, stärker. Und der andere, ich lese sie nur noch im Digital. Das sind verschiedene Beweggründe, die dazu führen. Das hängt mit, natürlich auch mit solchen Fragen der Multimedialität zusammen, die auch nicht ganz preiswert ist, wenn man sie weiter ausbauen möchte, ganz klar. Aber es hängt auch mit der großen Optik zusammen, die ein großes Zeitungsformat oder ein Zeitschriftenformat ermöglicht. Es gibt viele Menschen, die das einfach lieben und das so wollen. Und das, dem muss man Rechnung tragen. Trotzdem ist es unter einer Gesamtmarke und unter einer Produktfamilie zu sehen, so wie das hier auch im Initialvortrag vorgetragen wurde. Das muss zusammenpassen und ich glaube auch, dass das gedruckte Produkt lange, lange bestehen muss, um auch das Digitale zu stärken und relevant zu machen. Dieser These folge ich sofort. Und es ist ein Produkt genau genommen, mit verschiedenen Ausprägungen, aber es ist ein Produkt. Und die etablierten Medien werden sehr, sehr stark in diesem Feld sein und werden sehr, sehr starke Produkte in den Markt bringen und im Markt haben und werden damit langfristig auch sehr, sehr erfolgreich sein. Natürlich nicht alle, das ist immer so, dass das nicht alle so schaffen, aber die meisten werden das schaffen und die etablierten Medienmarken werden auch in der digitalen Distribution Bestand haben. Das war fast schon ein wunderbares Schlusswort. Wenn keine weiteren Fragen mehr von Ihrer Seite aus sind, würde ich ganz gerne meine kleine Abschlussrunde starten mit der Bitte, nur mit Ja oder Nein zu antworten. Herr Haags, auch in 10 Jahren wird die Süddeutsche Zeitung mehrheitlich auf Papier gelesen.
Nein. Herr Grassmann, wer als Verlag nicht den Übergang zum Medienhaus schafft, ist bis 2020 bedeutungslos. Ja. Herr Kohler, mit jedem verkauften Smartphone und Tablet verschwindet ein Exemplar einer Pendlerzeitung. Aus Online First wird Online Only. Nein. Herr Koppel, Baumgartner ist überall. Mit einem cleveren Marketing können Unternehmen auf klassische Medien künftig ganz verzichten. Danke, die Antwort reicht. Herr Drewisan, habe ich die Antwort schon gestellt. Herr Mock, auch auf den Medientagen 2020 werden wir wieder über das Publishing-Modell der Zukunft diskutieren. Ja, selbstverständlich. Und bei Herrn Henkel, beim Herrn Henkel habe ich mein Pulver eigentlich schon verschossen. Die Frage, die hier steht, lautet, die FDD wird es auch Ende 2013 noch mit 5 Printausgaben in der Woche geben. Ja, hatten Sie schon, aber ja. Gut, klare Antwort. Wenn es von Ihrer Seite keine Fragen mehr gibt, dann danke ich Ihnen fürs Zuhören und Ihnen fürs Diskutieren und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.